bin Poppy und ich stricke. Ich stricke immer noch und habe diesen kleinen Podcast, die Stricktherapie. Und ich freue mich, dass ich mehr Abonnenten gewonnen habe. Da bin ich ganz glücklich drüber, dass doch einige meinen Podcast anschauen. Ja, und wenn man strickt, braucht man natürlich Wolle. Und Wolle muss man kaufen. Und dann ist die Qual der Wahl sehr groß. Welche Farbe soll ich nehmen? Welche Farbe passt zu mir? Ja, das sind immer so schwere Entscheidungen. Neulich kam ich mal auf die Idee, überhaupt herauszufinden, was für ein Farbtyp bin ich denn. Bekanntlich unterteilt man ja in diese 4 Jahreszeitentypen, Sommer, Winter, Frühling und Herbst. Und wenn man ins Internet geht, kann man einige Farbtests vollziehen, anklicken, verschiedenste Fragen. Und ich habe das gemacht und bei dem einen war ich dann ein Frühlingstyp und bei dem anderen war ich mal ein Sommertyp. Und bei irgendeinem Farbtest war ich sogar mal der Erdtyp. Ja, was auch immer. Man muss ungeschminkt sein, um so einen Farbtest zu machen, wenn man zum Beispiel einen Spiegel kauft. Ich bin also heute vollkommen ungeschminkt. Aber bei dem Sommertyp habe ich zum Beispiel einige Farben gefunden, die mir besonders gut stehen sollen. Ich habe ja heute ein weißes T-Shirt an, das sieht man nicht so sehr, aber ich gucke mal auf meinen Zettel. Also der Sommertyp, der liebt gedämpfte, pudrige Farben, Wollweiß, Graubeige, Schilfgrün, Mint, Hellblau, Taubenblau, Flieder, gedämpftes Rosa, was auch immer das ist, Himbeere, Boudou, Bordeaux und Aubergine. Ja, also entscheidend sind, glaube ich, die Haare zum Hauttyp, der Hauttyp, also Haare, Hauttyp und Augen und was man, glaube ich, auch von Natur aus in die Wiege gelegt bekommen hat. Ja. Ja, nun habe ich eine kurze Orientierung, aber nach welchen Kriterien wähle ich jetzt meine Farben aus? Viele von uns haben ja Lieblingsfarben. Wenn ich in den Podcast der anderen schaue, dann heißt es immer, ja, das ist meins oder das ist meins oder das ist gar nicht meins. 40% der Deutschen lieben übrigens Blau. Lieblingsfarbe. Ja. Wieso habe ich eine Lieblingsfarbe? Fühle ich mich besonders hingezogen? Spricht sie mich an? Kommen da andere Faktoren mit hinzu, die eine Rolle spielen? In der Werbung sind es zum Beispiel Werbebotschaften oder auch ein gewisser Wiedererkennungswert. Ich sage da nur mal lila Kuh und jeder weiß eigentlich, was gemeint ist. Wenn wir ganz weit zurückgehen in die Geschichte und an den alten Herrn Geheimrat Goethe denken, der hat eigentlich nur 3 Malfarben bestimmt, Rot, Gelb, Blau. Übrigens sind das auch die Farben vom Bauhaus, abgesehen davon mit seiner Farbenlehre und seinem Farbkreis. Werden aber Farben eigentlich auch bestimmte... Das hat man jetzt gehört. Mein Mann hat das Zimmer verlassen und taps, 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 die kleinen Spuren waren zu sehen. Also ich wollte sagen, bei den Farben, die Wirkung der Farben besteht eigentlich so auf 3 Dinge. Da haben wir also das Optische, dann haben wir das, jetzt kommt tap, 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 jetzt kommt er zurück. Nun reingehen, reingehen, jetzt geht er wieder raus. Weiter quatschen. Weiter quatschen. Also wir haben das Optische von der Wirkung her, dann haben wir das Psychologische, was man häufig mit Farben verbindet und auch häufig das Symbolische. Ich mache mal ein Beispiel, damit es anschaulicher wird. Nehmen wir mal hell, leuchtend als optische Wirkung, entspannt, heiter, optimistisch. Und das ist die Farbe Gelb. Okay. Es gibt übrigens dann auch noch häufig Farben, sind nicht nur immer positiv besetzt, sondern manchmal auch negativ. Gelb verbindet man dann mit Neid, Geiz, Egoismus.
Ein anderes Beispiel. Aktiv, warnend, prägnant, mächtig, Liebe, Leidenschaft. Das ist die Farbe Rot. Ja, der Gegensatz ist natürlich dann bei Rot Feuer, Gefahr, logischerweise häufig in Warntafeln enthalten, Wut, Zerstörung, Zorn. Und als letztes Beispiel von diesen drei Grundfarben, das ist leuchtend, Ruhe, Vernunft, Treue, Sehnsucht, das ist die Farbe Blau. Ja, und Blau hat natürlich auch eine negative Wirkung oder eine nicht ganz so positive, ist also Kühle und Kälte. Hier haben wir übrigens die vier Farben. Gelb, Blau und nochmal Rot. Hat übrigens der gute Mondrian in seinen Bildern auch verwendet. Und das ist eine Mondrian-Vase, die haben wir mal in einem Museumsshop geholt. Kann man also hier Blümchen reinstecken und hier auch. Schwupps, da bin ich wieder. Statt Weiß habe ich jetzt Türkis an und einen ganz zarten Pastellton auf den Lippen. Ja, ich stehe vor einem Bild. Ich hatte in den ersten Folgen mal erzählt, dass wir in der öffentlichen neuen Galerie in Berlin immer alle halbe Jahr uns Bilder holen. Originale, das ist jetzt ein Original von Jürgen Waller, das nennt sich Stillleben und es ist auch von den Farben her sehr leuchtend. Wir haben das Rot und wir haben einen grünen Hut. Dann habt ihr ja gesehen in dem Clip vorher, dass ich immer bei meinem weißen T-Shirt die Farben magisch gewechselt habe. Das Gelb ist natürlich ein bisschen neongelb, ein bisschen grell. Und dabei ist mir die Idee gekommen, dass ich doch mal nachgucken könnte, was habe ich denn eigentlich in diesen Grundfarben gestrickt. Und das will ich euch mal zeigen. Ich habe da drei oder vier Teile rausgesucht, die ich gestrickt habe in diesen Farben. Und jedes Mal erscheint diese Farbe natürlich auch ein bisschen anders. So, Mondschau, Modell Nummer 1. Ich komme gleich wieder. Oh. Da bin ich wieder. So, das habe ich gestrickt in den Farben Gelb und Blau. So, kann ich mal gucken. Das ist ein Lochmuster. Das habe ich mir irgendwo geklaut. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Auch diese Hemdchenform habe ich irgendwo mir gemopst. Hier ein kleiner Schlitz an der Seite. Sehr luftig und locker. Aus Baumwolle. Ja, das ist natürlich ein viel warmeres oder wärmeres Gelb. Ja, weil da sind diese beiden Farben drin. Okay, kommen wir zum Modell Nummer 2. Modell Nummer 2, auch in Gelb, ein sehr leuchtendes Gelb. Zippeln, zappeln, zuppeln, sehe das jetzt hier nicht. Ja, da habe ich mal bei einem Mystery Call mitgemacht von Vulpedia. Und das ist mir total misslungen. Das war zu dicke Wolle, es ging nicht, dann habe ich das aufgerippelt, aber so die Art habe ich übernommen. Da hatte sie nämlich auch hier am Arm so einen Schlitz. Dieses Teil kann ich immer sehr gut anziehen, wenn ich etwas drüber ziehe. Jetzt habe ich leider nichts drunter, aber man kann auch ein schönes farbiges Hemdchen drunter ziehen. Es ist breit, ich kann auch einen Pullover drunter ziehen, also zum Beispiel. Ja, das hängt dann hier schön luftig und locker rüber. Ich ziehe das übrigens sehr gerne an, muss ich sagen. Auch nochmal die Farbe Gelb. Interessanterweise habe ich viel mit Gelb bei mir gefunden. Kommen wir zu Nummer 3. Nummer 3. Hier habe ich einen Rotton mit dabei. Aber das ist natürlich nicht das klassische Rot, sondern das geht so ein bisschen ins Rostrot oder Braun. Auch wieder mit der gelben Wolle, die bei dem anderen Teil verarbeitet wurde. Dann habe ich hier
einfach weil ein bisschen Platz fehlt. Ich wollte es ganz locker haben. Nochmal den Ton aufgegriffen beim Zusammenhäkeln. Und oben bei der Passe habe ich dann auch das Gelb genommen. Ich kann wieder nicht sagen, dass es in der und der Zeitschrift, weil ich habe mir das auch aus den Zeitschriften alles zusammengemopst. Das ist wieder Baumwolle, weil ich das im Sommer schön finde. Sehr luftig, geht also hier schön der Wind durch, aber trotzdem ist die Wolle ein bisschen dick. Das heißt also, manchmal, wenn es ganz, ganz heiß ist, denkt man sich, oh nee, die Wolle ist zu dick. Ja? Aber das ist das Einzige, nein, nicht das Einzige. Mir fällt noch ein Rot ein, was ich habe. Und zwar habe ich da mal eine Jacke gestrickt. Muss ich mal gucken, ob ich die jetzt schnell finde. Da kann ich die auch noch mal kurz zeigen. Also wir kommen jetzt noch mal zu Modell Nummer 4. Da ist Modell Nummer 4. Die habe ich zum Drüberziehen. Das ist eine Bucklewolle, habe ich mal ganz preiswert im Internet oder bei eBay ersteigert. Mit einem Raglanschnitt. Die Knöpfe sind, die gehen fast unter, die sind also auch so, ich würde sagen, weinrot. Aubergine ist es nicht, da fehlt glaube ich der Blauton noch. Also das sind diese einzigen Rottöne, die ich habe. Ziehe ich auch über Sachen häufig drüber. Sitzt sehr locker und die Ärmelkanten hier habe ich jeweils umhäkelt. Gut, das sind die 4 Grundfarbtöne, die ich habe. Und ich habe letzte Mal ja erzählt, dass ich kann immer mal hier rumgehen, so davor. Okay, gut. Dass ich eigentlich ja, wenn ich meinen Farbtyp. Ich kriege hier Zeichen, wo ich hingehen soll. Nein, ich gehe in die falsche Richtung. Okay, dann gehe ich. Das sieht ja putzig aus. Hier soll ich stehen bleiben. Also, okay. Also das, bei meinen Farbtönen, die zu mir passen sollen, ist unter anderem Wollweiß dabei. Und wie es der Zufall will, habe ich auch in Wollweiß eine Jacke angefangen zu stricken. Das hole ich mal. So, das habe ich gestrickt aus der Debbie Bliss Baby Cashmerino. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich muss das mal fallen lassen hier. Okay, das ist eine Jacke, auch auf Basis Raglan von oben. Wolpedia hat ja immer wunderbare Anleitungen drin. Und da habe ich das auch entnommen. Das wäre also die Jacke. Mal gucken, ob ich die mir einfach mal so umlegen kann. So, ich habe hier vorne, damit es nicht runtergeht, mir einfach mal einen Korken zerschnitten. So würde die Jacke kommen. Wenn sie dann, bin kurz davor, die Ärmel abzuteilen. Ich habe auch vorne ein paar Knopflöcher reingemacht. Und die ist wirklich sehr, ich habe noch eine Farbe gesucht, die also neutral ist. Nee, so runter, okay. Die neutral ist und die ich also auch mal so in der Übergangszeit draußen anziehen kann. Gut, so in etwa. Wunderschön. Das Muster, das wird mit rechten Maschen gestrickt und mit Hebemaschen. Ich weiß, dass jetzt mein Mann wieder ein bisschen schimpfen wird, aber ich mache es mal trotzdem hier rein. Ich darf es nicht hier reinhalten. So sieht das in etwa aus. Ja, genau. So, das habe ich also in dem Wollweiß, was zu mir stehen soll. Und ihr kennt ja noch meinen Polunder, den ich angefangen habe. Den zeige ich auch mal wieder, weil er noch nicht fertig ist. Aber so in etwa wird er kommen. Er geht ziemlich weit runter. Das ist fast eine Art Tunika. Und das ist aus der Wolle von der Wolke Hegenbart. Aber er liegt schon eine ganze Weile, ihr kennt das ja. Und schreit danach, geht da raus, ja, schreit danach, mach mich fertig. Diese Karte, die habe ich auf der Maker Fair gefunden. Die Maker Fair war dieses Wochenende in Berlin.
Wuhlheide. Das ist im Stadtbezirk Köpenick. Da gibt es den alten Pionierpalast, der jetzt FEZ heißt oder FEZ. Und da waren also, ich würde mal sagen, wirklich hunderte von Ständen. Und da haben die Leute gezeigt, was sie in ihrer Freizeit machen. Weniger jetzt traditionelles Handwerk, wie Stricken, Weben und so weiter, sondern es geht in die moderne Richtung. Und das muss ich jetzt ablesen. Das weiß ich nämlich nicht ganz aus dem Kopf. Da geht es also eigentlich um vier Grundwerkzeuge, die man haben muss. Das ist das Arduino, Raspberry Pi, der 3D-Drucker und der Lötkolben. Damit machen die also wirklich tolle Sachen. Auch wenn ich jetzt nicht in dieser Branche so tätig bin, ist es aber wirklich sehr inspirierend und sehr motivierend, da durchzugehen. Ach so, ich habe mir nochmal rausgesucht, weil ich selber nicht wusste, was heißt Arduino. Arduino. Das ist also eine freie Hard- und Softwareplattform. Da kann man also raufgehen, sich auch wahrscheinlich Sachen runterladen, um damit dann zu arbeiten. Und dieses Raspberry Pi, das ist eine Himbeerkuchen. Himbeerkuchen, ja. Also das ist ein Einplatinencomputer. Und gedacht ist er dafür, dass junge Menschen also sehr leicht vielleicht programmieren lernen können oder auch mit der Hardware, den Erwerb von Hardware gut, damit gut umgehen können. Und die Grundfläche hat die Größe einer Kreditkarte. Okay. Und auf dieser Maker Fair haben wir natürlich ein paar Stricksachen gefunden. Und die sind auch bunt und die sind farbenprächtig und da kommen noch einige mehr Farben vor, außer den drei Grundfarben. Und damit beende ich mein Video mit den wunderschönen Fotos von der Maker Fair. Tschüss, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen. Ciao.